Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal vorweg, im Zusammenhang mit der Volkszählung 1983 stellte das Bundesverfassungsgericht klar, Datenschutz ist Grundrechtsschutz, insbesondere der Schutz auf informationelle Selbstbestimmung. Eine Gesellschaftsordnung, in der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sich was weiß, ist mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar. Diese Position teilen wir. Und wir finden sie auch in unserer Landesverfassung im Artikel 6 Absatz 1 wieder. Hier heißt es, ich zitiere, jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dieses Recht findet seine Grenzen in den Rechten Dritter und in den überwiegenden Interessen der Allgemeinheit. Zitat Ende. Ob dieser Anspruch, also Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit übereinstimmen, wage ich zu bezweifeln. Oder vorsichtig gesagt, man hat den Eindruck, dass hier auf Sichtkontakt gefahren wird. Dabei sind wir uns bewusst, dass durch Internet und die globale Vernetzung in den letzten Jahren dieses Thema zusätzlich erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Noch nie war die Datenerfassung und Verarbeitung so einfach und das Interesse an persönlichen Daten so hoch. Hier besteht ein erhebliches Schutzbedürfnis der Bevölkerung und auch der Unternehmen. Insoweit finden wir es gut und richtig, dass wir hier uns im Landtag in Bezug auf die Einhaltung unseres Verfassungsanspruches regelmäßig mit dem Datenschutz beschäftigen. Meine Fraktion hat dies mit vielen Anträgen, die leider durch die Koalitionsfraktionen immer wieder abgelehnt worden sind, immer wieder getan. Ich kann mir an dieser Stelle nicht verkneifen, dass sie in Bezug auf die informationellen Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, Selbstbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern, sehr zögerlich sind, wenn es darum klare Positionierung geht, zum Beispiel bei der Debatte hier um ATTAC und auch im Zusammenhang mit der Debatte um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, so wie gestern, oder im Zusammenhang von Terrorgesetzen, dass es da die klare Positionierung hier nicht heißt. Wenn es aber um die Wirtschaft geht, da sind Sie gleich an der Stelle und wollen eine klare Positionierung. Nun liegt uns ein Antrag der Koalitionsfraktionen vor, der, und das will ich auch sagen, wieder mal einen Beschluss einer Ministerkonferenz aufgreift, nämlich eine der Wirtschaftsministerkonferenz vom 4. und 5. Juni 2014. Erneut soll also etwas beschlossen werden, was eigentlich schon beschlossen ist. Natürlich kann es hin und wieder angebracht sein, auch solchen Beschlüssen parlamentarischen Rückenwind zu geben. Passiert das aber häufiger, erweckt das den Eindruck von mangelnder Kreativität oder einem falschen Selbstverständnis vom Sinn des Parlaments. Das Parlament ist Vertretung des Volkes und somit Entscheidungsorgan. Es soll primär nicht der nachträglichen Belobigung oder Unterstützung von Regierungshandeln dienen. Und wer gestern dem Vorsitzenden des Verfassungsausschusses richtig zugehört hat, der an diese Verantwortung erinnert hat, der sollte ernsthaft darüber nachdenken, ob wir diesbezüglich wirklich unsere Verantwortung wahrnehmen. Aber selbstverständlich haben wir uns auch inhaltlich mit dem Antrag auseinandergesetzt. Zunächst soll festgestellt werden, dass Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern über wirksame Betrugs- und Korruptionsbekämpfungsmechanismen verfügt. Diese Formulierung ist fast identisch aus dem Beschluss des Wirtschaftsministers, der Wirtschaftsministerkonferenz abgeschrieben. Über Details mag man hier streiten können. Wir merken das ja auch deutlich an der Diskussion zur Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft. Richtig ist aber, dass unsere Korruptionsbekämpfungsmechanismen im europäischen Vergleich durchaus effektiv sind. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten der Verbesserung, die wir auch schon eingefordert haben. Dennoch können wir diesem Punkt zustimmen. Hinsichtlich des Aufforderungsteils Ihres Antrages gebe ich zu, dass ich mich da erst intensiver einlesen musste. Also hinsichtlich der kritischen Begleitung der Maßnahmen, die aufgrund der von Ihnen zitierten EU-Verordnung ergriffen werden, sind wir natürlich völlig bei Ihnen. Da heißt es nämlich, in Bezug auf die Finanzverwaltung und Kontrolle des operationellen Programms muss die Verwaltungsbehörde unter der ermittelten Risiken wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug treffen. Wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen, das ist eine Generalklausel, die zunächst einmal Tür und Tor öffnet. Hier wird eine große Entscheidungsbefugnis in die Hände der Behörden gelegt.
Natürlich muss man die Umsetzung einer solch offenen Richtlinie von Seiten des Parlaments kritisch begleiten. Das ist keine Frage. Komplizierter ist die Frage dabei Punkt 2 der Forderungsdetails, die der Verhinderung und der Einführung des IT-gestützten Systems oder ähnlichen Systeme. Das System soll Betrugsfälle im Rahmen der Vergabe von ESF und EFRE-Mitteln vorbeugen oder aufdecken. Und zwar soll hierzu eine Datenbank über Unternehmen, die entsprechende Fördergelder beziehen, angelegt werden. Mit einer solchen Datenbank haben wir natürlich gleich aus mehreren Gründen Probleme. Der Datenschutzbeauftragte der Europäischen Kommission, Herr Giovanni Buttarelli, hat in seiner Stellungnahme in gewissen Rahmen Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen geltend gemacht. Er empfiehlt hier deshalb die Schaffung einer eigenen Rechtsgrundlage. Darüber hinaus haben wir natürlich auch uns aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten Bedenken. Zwar soll das System nur Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen erhalten, aber das räumt die Bedenken gegen eine solche Datenbank nicht aus. Was soll nämlich alles erfasst werden? Zum einen natürlich sämtliche Daten, die bei der Antragstellung ohnehin erhoben werden. Ich denke, das ist auch nicht das große Problem. Es sollen aber auch noch Daten von 2 kommerziellen Anbietern hinzugefügt werden. Und hier wird es dann bedenklich, auch wenn die Daten, wie gesagt, aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen werden. So sollen neben umfassenden Informationen über das Unternehmen auch Informationen über Anteilseigner, Management und leitende Mitarbeiter erfasst werden. Einer der Anbieter soll hier auch die Profile politisch exponierter Personen, deren Familienangehörigen und ihnen nahestehenden Personen beisteuern. Das halten wir für sehr problematisch, unabhängig von der Herkunft der Daten. Ein bedeutendes Gut des Datenschutzes ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht für viele Fragen des Datenschutzes ist hier relevant. Insofern ist das hier mehr als problematisch. Für sich genommen, unbedeutende Daten werden hier in einem anderen Kontext gestellt und eine Verbindung zu einem Unternehmen wird aufgebaut. Hierdurch erhalten diese Daten eine ganz andere Qualität. Auch vom Datenschutzbeauftragten der Kommission vorgeschlagene Informationspflichten über die Verarbeitung personenbezogener Daten ändern hieran nichts. Zumal man sich dann fragen muss, wie das zum angestrebten Bürokratieabbau der Kommission führen soll. Der Aufwand wäre hierfür enorm. Brisant wird das Ganze zusätzlich, wenn man sich bewusst macht, dass die angestrebten Informationen unter anderem mittels einer Durchschau von Zeitungen und Zeitschriften erfasst werden sollen. Sieht man sich die reißerische Aufmachung verschiedener Boulevardblätter an, mag man sich kaum vorstellen, dass diese ein Teil der Grundlage für Vorbeugung und Aufklärung von Betrugsbeständen, Tatbeständen darstellen soll. Gut, der Datenschutzbeauftragte der Kommission empfiehlt hier Einschränkungen der Datenqualität vorzuschreiben, also die Quellen auf Seriosität zu prüfen. Allerdings ist die Presse nun mal keine Ermittlungsbehörde mit entsprechenden Vorschriften. Das ist Tatsache. Meine Damen und Herren, das System soll eine umfassende Datensammlung über Unternehmen schaffen, die Strukturfonds in Anspruch nehmen. Grund für diese umfangreiche Datensammlung soll die Vorbeugung und Aufklärung von Betrugshandlungen sein. Diese anlasslose Datenerfassung, erst recht in diesem Ausmaß, ist nicht verhältnismäßig und verstößt gegen unsere Auffassung von Datenschutz. Ich will aber an dieser Stelle auch sagen, der Generalverdacht in anderen Gesetzen, auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, der sollte genauso bekämpft werden, wenn es da um die Erfassung von Daten geht, wie Sie das hier bei den Unternehmerinnen und Unternehmern tun. Wir stimmen dem Antrag deshalb zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.